Herzlich willkommen in einer neuen Aufnahme von Minecraft, Let's Play. Gab ja jetzt sporadisch in den letzten Tagen wieder mehr und davor lange, lange Zeit nichts. Ja, wir haben immer noch Probleme mit dem Hochladen. Das ist einfach momentan ein bisschen schwierig. Wir hoffen, dass wir das irgendwann mal in den Griff kriegen. Und ihr seht schon, wir haben ein anderes Texture Pack drin. Das ist jetzt das John Smith Texture Pack. Genau, mit dem Tech-It-Support nennt sich das. Da sind Genau. alle Technik-Mods drin. Und ja, wir dachten, das ist mal fürs Auge was anderes. Und ja, ich habe offscreen gearbeitet. Es gab ja von euch kein Feedback. Zumindest habt ihr mich entweder nicht für voll genommen oder ich habe die endgültige Frage erst gegen Ende gestellt. Ich habe hier alles auf 3x3 ausgegraben. Stellenweise sogar, glaube ich, 3x4. Und am Anfang vom Tunnel noch Ressourcen mitgenommen. Wir haben tonnenweise Ressourcen rausgeklaubt. Also wirklich einiges zusammengekommen. Und ich habe den Weg zur Wüste fast vollständig gegraben. Also da sind wir jetzt auch 140 Felder bis ran. So, das ist so offscreen passiert. Nichts, gesch nicht viel, sagen wir mal so. Ich habe Ja. unten den Energieraum, glaube ich, etwas weiter ausgehöhlt. Da kannst du ja mal kurz runtergehen. Da lehnt sich doch Aber mal. mehr nie. Fällt mir jetzt gerade erstmal. Achso, da unten ist noch so ein kleiner. Ah, okay, ja. Ja, so ein bisschen was gut. Ja, wir haben ja die Maschinen dann runtergeholt. Das müssten ja in den letzten Folgen passiert sein. Ich weiß nicht, wie ich das schneide. Das habe ich nämlich noch nicht geschnitten, muss ich zu meiner Schande gestehen. Weswegen wir eigentlich aufnehmen. Und zwar haben wir uns überlegt, es gibt ja immer die Frage, oh, lädst du die Welt hoch, die alte Welt oder die Welt zum Download, zum Mitspielen oder was weiß ich. Ich habe immer gesagt, ich will nicht, dass ihr mit auf dieser Welt spielt. Weil wenn ich das zugänglich mache, kann das passieren, dass zu viel passiert, während ich nicht da bin. Oder irgendwas kaputt gemacht wird von Leuten, die nicht so freundlich sind. Und deswegen haben wir uns jetzt eine Alternative überlegt. Ich hatte jetzt ja neulich eine kleine PvP-Runde, das ist jetzt aber auch schon ein paar Wochen her, mit Gamecast. Oder der Gamecast, wo auch das Interview zu finden war, ist. Und der hat mir dann gesagt, ja, so ein Public Server kostet nicht so viel. Und es wird geben einen Public Bier Hamster Server. Der wird bei Nitrado dann angemietet. Ich habe schon wieder so viel Dreck unter der Maus. Und da könnt ihr dann joinen und mit uns mitspielen. Wird dann noch ein paar Regeln geben. Das werde ich dann irgendwie in einem Spawn-Bereich mal hinschreiben. So Sachen wie, dass Wüsten möglichst mal in Ruhe gelassen sind. Also quasi nicht Wüsten-Strip-Sand meinen. Also das will ich nicht. So ein bisschen ist in Ordnung. Von mir aus schmeiße ich auch wieder Sand hin, mal wenn ich Zeit habe. Aber das eher, dass die großen. Ach, ist egal. Die Regeln machen wir dann irgendwann mal anders. Wichtiger ist eher der Punkt, dieser Server muss sich ja irgendwie finanzieren. Ich will nicht, ich habe da keine Lust drauf und ich kann es mir auch überhaupt nicht leisten. Jetzt keine Ahnung, 16 Slots oder was weiß ich, was wir brauchen werden, freizugeben. Damit ihr spielen könnt, da will ich das monatlich, ich will das monatlich nicht bezahlen müssen, sag ich mal, weil das wären für mich dann monatlich 16 Euro, glaube ich. Und das ist mir persönlich, ich kann es mir nicht leisten. Ich würde das so machen, dass ich dann ein PayPal-Konto einrichte oder einrichten lasse, wo ihr für 3 oder 4 Euro im Monat euch einen Slot auf dem Server kaufen könnt. Das wird so 3 oder 4 Euro kosten, denke ich mal, damit wir auch quasi die Serverkosten wieder reinkriegen. Und dann werdet das mit einer Whitelist laufen, dass ihr dann joinen könnt. Und der kostet 3 oder 4 Euro. Das liegt einfach daran, dass ich die Kosten für uns wieder reinhaben will. Und was quasi darüber hinaus hängen bleibt, wird quasi ins LP wieder fließen. Also, da wird dann, also ich werde auch quasi dann nochmal die genaue Summe rausgeben und so weiter. Aber dann wisst ihr schon mal grob, wie das laufen wird. Und dann könnt ihr quasi mit per Whitelist joinen. Und wenn ihr quasi in der Monat rum ist, dann muss ich euch dann wahrscheinlich wieder von der Whitelist runternehmen, bis ihr dann wieder bezahlt habt. Aber eure Gebäude werden wir nicht löschen oder sowas. Also das machen wir nicht. Das fände ich selber scheiße, wenn das einer bei mir machen würde. Ihr kommt dann halt einfach nicht drauf, bis ihr wieder Geld bezahlt. Ich denke mal, das ist fair. Wenn wir merken, dass es
recht viele Leute werden oder dass es erfolgreich ist und es bleibt mehr hängen, als wir erwarten, dann werden wir das natürlich billiger machen. Aber da bin ich auch ein bisschen abhängig von Litrado, weil jeder Slot kostet quasi Geld. Ich denke mal, das wäre so alles, oder? Zu dem Ich Thema. denke dann, ja doch, das müsste alles gewesen sein. Also mehr hatten wir quasi nie auf der Liste stehen. Ja, was mir noch einfällt ist, wie gesagt, es wird nicht die Let's Play-Welt sein. Es wird eine Welt von uns sein, die wir jetzt angefangen haben, denke ich mal. Haben wir uns mehr oder weniger darauf geeinigt, damit wir nicht zig Welten spielen. Also wir haben ja auch keine Lust, immer wieder und immer wieder von vorne anzufangen. Das wird auch ein anderes Pack sein. Das wird nicht das Minecraft sein. Genau. Das geht noch eine Stufe härter sozusagen. Das ist das Ultimate Pack. Und da dort auch gerade ein sehr großer Support hinsichtlich des Feed the Beast Teams ist, würden wir quasi das nehmen. Genau, und für euch ist das bedeutet eigentlich, das gar nichts groß zu machen. Nur, dass ihr statt halt bei dem Feed the Beast, dass ihr dann, wenn ihr uns sowieso mögt, sowieso schon am Spielen seid, statt quasi da auf Minecraft zu klicken, müsst ihr nur einfach dann auf das Ultimate Pack Symbol klicken. Ich laufe hier die ganze Zeit rum. Und dann macht er den Rest auch schon von selber. Wir werden dann auch die Links zu den Texture Packs und so weiter, was denke ich mal, auch irgendwo angeben. Selber bereitstellen dürfen wir gar nicht. Das verbieten sich Texture Pack Macher immer. Kann ich auch verstehen. Ja, soweit, denke ich mal, wäre das alles gewesen. Und ja, schreibt doch mal. Also ich denke mal, der Server wird wahrscheinlich schon mit 6 Slots laufen, wenn ihr die Folge seht. Denke ich mal, oder? Wir wollen das jetzt die nächsten Tage in Angriff nehmen. Wahrscheinlich, ja. So. Ich weiß jetzt erstmal von nicht, wann, wie. Ich war so am Überlegen, dass, ob ich dieses Wochenende schon hinkriege. Dann hätten wir eine Woche Vorlauf, bevor das hier online geht. Oder wollen wir es lieber knapp lassen wegen Geld? Ich würde es erstmal auch ein bisschen Finanzen abhängig machen, weil müssen ja auch nur überlegen, über welches Konto, bla bla bla. Ja, das sehen wir dann. Ich meine, das ist das Schöne ja bei Nitrado, ist es jederzeit upgradebar. Also, wir können es ja quasi erstmal so zu viert einen 4er-Slot kaufen oder sowas und dann, wenn das ausgestrahlt wird, dann auf 6 ausbauen. Ich meine, das geht ja auch. Und ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Auf jeden Fall. Also, ich würde es so machen, ich würde prinzipiell erstmal Leute reservieren, wenn sie quasi mir eine Mail schreiben und dann erst freischalten, wenn das Geld da ist. Also, nee, das ist eigentlich doof. Eigentlich muss ich es machen, wenn das Geld ankommt. Wer als erstes mit dem Geld rüberkommt, der kriegt den Server-Slot. Fertig aus. Sonst ist das doof. Sonst muss ich warten und dann kann ich ja jemand anderen vielleicht nicht zulassen, der das Geld schon hätte. Nee, also dann wird das so laufen, wer zuerst das Geld dann überweist, der kommt auch auf den Server. So werde ich das handhaben. Gut. Ja. Ich denke mal, das war dann alles an Ankündigung. Jetzt bin ich 8 Minuten in dieser Folge. Ich habe noch nichts gemacht, außer Wirr hoch und runter zu laufen, Treppen lang zu laufen, Gänge lang zu laufen. Und habe schon wieder diesen Fehler, dass ich ewig weiterlaufe, obwohl ich das nicht will. Ja, Okay. das ist schon wieder dieses scheiß Teamspeak. Das murkselt da irgendwie rein. Ach, und ich werde auf jeden Fall einen Häcksler bauen. Und ich weiß nicht, soll ich das jetzt anfangen? Naja, wenn du gerade dabei bist, sozusagen. Na, ich habe gerade nichts zu tun. Sagen wir es mal lieber so. Weil ich grad mich gerade zu einem Lavasee, den werde ich jetzt aufopfern für den Igneous Extruder, oh, das war knapp. Igneous Extruder, dass wir darüber an Obsidian kommen, weil ich jetzt eigentlich keine Lust habe, unsere einzige Formium-Spitzhacke mit Silk Touch zu verbrauchen. Unter der Tatsache, dass wir einfach das Problem haben, die hat keinen Repair. Ja. Und da wäre das ein bisschen sehr schade. Ja, und deswegen wird auch der Häcksler gebaut, um quasi uns zu ermöglichen, jederzeit neue Enchantments. tolle Enchantments zu bauen. Und ich mache das nicht wie Gronkh, ich werde diesen Häcksler auch mal benutzen. Weil, was man schon baut, das kann man auch mal benutzen, schätze ich mal. Ja.
Ich bin am Überlegen, ob ich mir gleich noch meine Emerald mache und die verzaubere, in der Hoffnung, dass ich Efficiency draufkriege. Weil ich habe 27 Level. Und wenn ich jetzt hier Häckslerböden raushebe. Nein! Ich habe gerade zwei Buckets verbrannt. Naja, dann ist das halt so. Da mache ich jetzt auch kein Fass auf wegen. Was ist dieses? Ist das Aluminium? Bist du Aluminium? Ja, du bist Aluminium. Ja, die ganzen Erze dann zu erkennen, ist natürlich jetzt eine neue Herausforderung für uns. Ja. Und warum ihr euch wundert, warum ich das so weit weg von der Treppe mache, die Spawning Grounds werden oberhalb 15 mal 15 Felder oder sowas in die Richtung. Und wenn ich die nicht nahe, wenn ich die zu nah an der Treppe mache, dann kann das passieren, dass unsere Treppe durch den Spawning Ground läuft. Oder? Ja. Nee, hier kann das, glaube ich, gar nicht mal passieren. Dann grabe ich mich jetzt hier noch ein Stück rüber und dann muss ich dann gleich Gerüste bauen. So. Ja, was ich eigentlich wollte ist, schreibt dann doch mal in die Kommentare, wie viele von euch es interessiert und wie viele da mitmachen würden. Dass ich mal so auch für langfristig eine grobe Ahnung habe. Das wäre jetzt mal mein Anliegen. Weil ich würde das gerne mit euch machen. Ich habe an sowas modsmäßig Spaß. Ich hatte das ja damals schon mit Mindhunter schon mal probiert auf Hamachi-Servern. Dummerweise Hamachi kann man natürlich total knicken für sowas. Längerfristig gesehen. Deswegen jetzt dieser Ansatz. Ja. Wisst ihr jetzt Bescheid? Und ja, auf jeden Fall zeigt mir euer Interesse. Und entsprechend wird das dann geschehen oder umgesetzt. Ich denke mal, einen Monat wird es sowieso geben. Aber wenn nichts dabei rumkommt in dem Monat, dann wird dieser Server dann wieder offline gehen. Und wir probieren das ein andermal, wenn ich dann bei 1 Million Zuschauern bin und wow, oder so ähnlich. Als ob das jemals passieren würde. Und du läufst gerade rum und holst Lava für den. Für Obsidian. Für Obsidian, für mehr Liquid. Für Harden Glass, genau. Für Liquid Ducts, alles klar. Weiß ich ja Bescheid. Hoffentlich ist kein Lavasee über mir, dann raste ich, glaube ich, aus. Stehe nämlich wieder mal auf dem Gerüst. Du kennst das ja, wenn ich meine Häcksler baue. Mein kleines Gerüsttürmchen. Ach, wir haben auch, das muss man mal sagen, wir haben auch offscreen was ausprobiert. Und zwar haben wir ausprobiert den Electric Jackhammer. Ja. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Ich bin nämlich am überlegen, ob ich den gleich nutze. Ja, Problem ist halt, wir haben noch keine gute Generation von Strom, Mist. Von Strom, dass wir den dauerhaft betreiben könnten. Weil der ist halt quasi als Ersatz gedacht, wenn du gerade mit Ragtag spielst, einfach, du brauchst ja ewig bis zu der Mining Drill, wegen, zumindest für die gute. Und der Jackhammer erfüllt quasi dasselbe, außer der Tatsache, er kann halt nur die Basisblöcke abbauen. Also quasi keine Erze, keine neu generierten Sachen wie die Formiumkristalle und sowas. Halt wirklich nur Dirt, Gravel. Nee, nicht mal. Naja, Dirt und Gravel kannst du zwar mit dem Jackhammer abbauen, aber da kannst du genauso gut mit der Faust draufschlagen. Ja, und halt Stein und sowas. Stein ist es halt extrem praktisch. Und der hat halt leider keine lange Laufzeit, was ich ein bisschen schade finde dafür, dass er so eingeschränkt ist. Ja.
Das ist wohl wahr. Der Vorteil natürlich ist, wenn wir diesen ersten Spawning Ground haben, bevor dann die meisten Leute hier anfangen zu schreien, ein Spawning Ground, damit kriegt ihr doch nie in Dimmer solche Mengen an, keine Ahnung, Rotten Flesh zusammen für eure Methanproduktion. Jein. Wir kriegen aber Gunpowder zusammen. 4, 5, 6. Für munter lustig ITNT. Und damit hebt man verdammt schnell Gründe aus. Das macht dann richtig Spaß. 2, 3, 4, 5, Geist oder 6, Sprengstoffnutzer. 8. Der wievielte Häcksler ist das jetzt, den ich baue? Nicht drüber nachdenken. Ich sehe lauter Viecher auf der Karte. Oh, das Creeper-Bild ist ja niedlich auf der Karte. Das ist ein ganz unglückliches Männchen. Mit grünem Gesicht. So, soll mir erstmal reichen. Ich glaube, ich habe jetzt hier. Ja, 44, 44 Obsidian, wenn er durch ist. Das soll erstmal wirklich reichen. Ja, das sollte. 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Es gibt ja tonnenweise Möglichkeiten, Häcksler zu bauen. Es gibt ja auch einen Häcksler, der nahezu ohne Wasser auskommt. Aber sowas baue ich nicht. Das ist mir dann zu rohstoffaufwendig. Also wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr im Internet mal suchen. Gibt es verschiedene Konstruktionsmöglichkeiten. Also gerade wenn wir das Ultimate Pack haben, da kann man das zum Beispiel mit Förderbändern machen. Das ist dann sogar noch irgendwie industrieller angehaucht, was ich interessant finde. Es gibt aber auch die Möglichkeit, quasi Spawning Grounds zu haben, die immer nur streifenförmig sind und dann die Jungs mit Pistons runterstürzen zu lassen. Dass in zeitlichen Intervallen quasi immer der Boden weggeht und die Jungs auf den Boden klatschen. Ist natürlich fies. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich mir überlege, dass ich, wenn ich hier einen Spawning Ground aushebe, der insgesamt, keine Ahnung, 32 mal 32 ist, wenn ich überlege, was ich da an Pistons bräuchte, bleh. Und da stimmt ihr mir sicherlich zu, dass das eine sehr unschöne Sache ist. Unsere Energy Storage Unit unten ist auch recht gut gefüllt. Ich glaube, 2/3 hat die. Das heißt, ich kann jetzt hier in Ruhe auch erst einmal Obsidian durch den Pulverizer hauen. Ich glaube, ich hau direkt alles durch, weil davon braucht man echt viel. Das nächste Ziel ist übrigens, ich glaube, da sind wir theoretisch von der Anzahl an Diamanten soweit. Ich würde es hier auch wieder anleiern, Wayne. Wir haben genau 9 Diamanten. Factorization. Factorization, nächste große Mod. Dauert ewig lange, deswegen es kann sein, dass der Server dann hier vielleicht quasi halb AFK mal einen Tag bei Wayne läuft, wenn er ja was für die Uni macht oder so. Das Endergebnis von Factorization ist aber, dass er bei den Oh nein. Das seinen Telefon im Hintergrund. Standardressourcen teilweise verdreifacht. Ja. Genau, Factorization. Das Problem ist natürlich 9 Diamanten, um überhaupt damit anzufangen. Und dann natürlich die Zeit, die es braucht. Wir hatten das ja schon mal erwähnt mit dem Crystallizer, der da mal gemütlich durchläuft. Es geht richtig ins Land, die Zeit. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, aber ich sag mal so, wenn man zum Beispiel dann hebt man mal einen Spawning Ground aus, kommt wieder und hat 2 Stacks Eisen. Und wir werden das dann auch automatisieren. Also man müsste quasi einmal nachwerfen, um das Genau, das Ding läuft reibungsfrei, mit Wassereimern. ja, reibungsfrei zu gewährleisten. Und oh, scheiße, dieser Lauffehler geht mir auf den Sack. Das ist halt nicht immer so cool. Uran, kann das sein, dass das jetzt wie so ein Netz aussieht? Das kann sein, ich bin mir auch noch nicht sicher. Das rote Netz ist Redstone. Das grüne Netz könnte auch das Foamcraft-Zeug sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann es mit der Steinspitzhacke nicht abbauen. Deswegen.
Dann müsste man mal vielleicht mit der. Uran ist ein grünes Netz, ja. Okay, dann müsste man mit der Silk Touch mal hierher. Wegen Thorium. Geht gleich los. Und ich glaube, ich mache mir dann gleich eine Edelsteinspitzhacke und mache da 28 Level drauf. Na, ich müsste auch noch ein paar Level. Ach so, und wenn Wo ihr. bist du? Unten, ne? Ja, unten, ich habe das dann auf 3x3 ausgegraben, den Pfad erstmal, und dann einen Rechtsschlenk gemacht. Ist das wieder ganz unten, oder? Ganz unten. Ich gehe von ganz unten 16 Felder hoch. Ich hoffe, 16 Felder reichen, damit die Jungs sterben. Hoffe ich jetzt mal. Müsste reichen. Normal, früher hat man gesagt 13 Felder. Dann haben die noch genug Leben, dass man einmal mit der Faust zuschlägt. Das stimmt aber nicht. Das muss ich schon feststellen. Ich gehe jetzt auch und mache mir mal eine gescheite Pickaxe. Okay. Weil, wenn ich das mit Stein mache, dann rasten wir alle aus. Oh, Ja. Zinn, das nehme ich gleich mal mit. Ja, tue dies. Genau, Factorization, dann halt automatisieren mit Red Power, bla bla bla. Ach, blöder Lauffehler. Und dann, ja, läuft das dann einfach mal im Hintergrund. Da muss man halt ab und zu nochmal nachgucken. Und ich weiß nicht, das diskutiere ich jetzt einfach mal jetzt hier offen, weil wir noch 10 Minuten haben für diese Aufnahme. Wie wollen wir unsere Welt gestalten? Chris, wollen wir das so ziehen, dass wir den Leuten sagen, ja, sucht euren ganzen, baut euch euren ganzen Krempel selber, oder wollen wir ein öffentliches Energienetz aufbauen? Ach so, dass die Jungs quasi sich hier und da ein paar Sachen nur. Mist, jetzt bin ich sehr weit gefallen. Ja, man überlebt den Sturz. Wie viel hattest du noch? Also ich bin jetzt gerade nur die Hälfte runtergefallen und ich hatte da noch 5 Herzen. Okay, dann klingt das erstmal soweit ganz gut. Ja, was quasi der Gedanke ist, es gibt ja von Industrial Craft oder für Industrial Craft, von Industrial Craft eine Art Multiplayer, naja, schon Idee, dass alles mit diesen Industrial Craft Tokens bezahlt wird. Genau, diese Industrial Credits oder wie die heißen oder hießen. Icy. Tokens, Credits, nee. Industrial Credits. Copper Credit, Silver Credit, Gold Credit, Diamond Credit Genau. und Industrial Credit. Genau. Und ob man das darüber macht, weil dann kann man quasi Geld, quasi einen Betrag einstellen für so und so viel Energy Units, musst du so und so viele Credits bezahlen. Genau. Und das wäre natürlich eine richtig schöne Sache, wenn man ein öffentliches Energienetzwerk hinkriegen, weil Richtig. die Tokens lassen sich, glaube ich, wieder zu Rohstoffen umarbeiten. Und das könnte man ja damit ausbauen. Ja, so hättet ihr den Vorteil, ihr müsstet euch von Anfang an nicht um Strom kümmern, sondern hättet quasi Maschinen. Und wir hätten den Vorteil, dass wir quasi in dem Gegenzug einen Teil eurer Ressourcen dafür quasi bekommen. Weil, wenn wir Aufnahmen machen oder so, so oft werden wir jetzt vielleicht auch nicht immer auf dem Server zu sehen sein. Und so haben wir zumindest den Vorteil, dass wir ein paar Ressourcen reinkriegen. Ja, was ich eigentlich, also, beziehungsweise ich würde ja die Maschinen würde ich an euch bauen lassen, aber ihr müsst euch nicht um die Stromversorgung kümmern. Das ist so der Punkt. Da geht es dann quasi, ich sag mal, man könnte so ein Anfangsdorf machen, wo man sich so eine Bude hinstellt und da kommt einer von uns Klempnern vorbei und zimmert einem da ein Stromkabel hin und mit einem Anschluss, also so einem, ach, die heißen auch extra irgendwas mit Energy. Das ist natürlich in dem Modpack besonders toll. Doktor, Storage Unit. Ich kümmere mich da mal drum, dass das gescheit, dass ich da mal Ahnung drüber kriege. Einziges Problem, was ich gerade sehe in dem Crafting, es läuft im Endeffekt. Hallo? Ja, ich. Es läuft im Endeffekt darauf egal. Also, nehmen wir an, du hast einen Diamond Credit, den aber kannst du nur zurückarbeiten zu Industrial Credits. Und nur die Industrial Credits kannst du 9 Stück zu einem Refined Iron zurückarbeiten. Das heißt, es würde alles immer auf Eisen zurückfallen. Genau, es würde im Endeffekt immer auf Refined Iron zurücklaufen. Oh, ich habe zumindest keine Kaufmaschine jetzt gesehen. Aber ich glaube, da gibt es auch eine, oder? Geht's auch, machst du ein Items rein und kannst dann einen Preis für ein Item einstellen. Der Trade-O-Mat, ne? Oder Genau, Trade Station? Trade-O-Mat war es, glaube ich. Der Trade-O-Mat, das sieht sehr nach Dings aus. Und das. Die Trade Station ist Forestry, wie es scheint. Und dann gibt's, genau, und dann gibt's, glaube ich, noch den Energy-O-Mat, heißt der. Energy-O-Mat? Nee, das ist das Semi-Fluid Generator. Ich weiß nicht, wie er das. Charge-O-Mat?
Nee, das ist wieder was anderes. Trade-O-Mat, Energy-O-Mat Energy-O-Mat, doch, hat den gibt's. Der hat nur leider keine keine Textur momentan. Textur Und für auch kein Dings. Baudings. Haben Sie den vielleicht Nee. rausgenommen? Ist vielleicht wirklich nur ein Admin-Block oder sowas? Keine Ahnung. Müsste man mal vielleicht mal im Forum ein bisschen suchen, was da rumkommt bei. Das wäre halt ein Angebot. Wir können natürlich machen, dass wir quasi eine Ecke machen, wo es mehrere von diesen Anschlüssen gibt, wo ihr euer Haus drum rumstellen könnt. Und der Rest kann sich natürlich auch frei in der Welt verteilen und da rumarbeiten. Das ist uns ja dann auch egal. Aber das wäre so eine Idee. Jetzt wollte ich eigentlich die ganze Zeit mit drei verdammte Emeralds nehmen und mir diese Spitzhacke machen. Emeralds, Emeralds, Emeralds. Green Sapphires. Verdammt, wir haben nur zwei Green Sapphires? Ja, davon haben wir gerade wenig. Oh. Haben wir wenig gefunden. Oh, da muss ich tatsächlich mit Steinspitzhacken arbeiten. Oh, scheint so. Vorerst. Ich habe das Einzige, was ich habe als Green Sapphire, ist eine Green Sapphire Axe und die muss ich auch noch verzaubern. Oh oh. Leck. Ja, das sind so die Ideen, die wir hatten für den Server und auch so Sachen, die ich immer mal ausprobieren wollte. Ich wollte immer mal ein öffentliches Energienetzwerk bauen bei Industrial Craft. Nur wenn man zu zweit ist und man baut zu zweit alles auf, ist ein öffentliches Energienetzwerk irgendwie sinnlos. Also, ja. Gut, wisst ihr jetzt grob Bescheid. Was ich euch noch zeigen wollte, und zwar, das ist glaube ich eine Minecraft-Geschichte. Wenn ihr F7 drückt, ich glaube nicht, dass es ein Standard-Minecraft ist, seht ihr hier diese X auf dem Boden. Das sind Blöcke, auf denen die Lichtverhältnisse unter 7 sind. Also 7 ist quasi die Grenze für das Spawnen von Monstern. Und auf diesen Feldern könnten theoretisch Monster spawnen. Ist sehr praktisch, wenn man ein sehr helles Texture Pack hat, weil man dann endlich mal sieht, woher die Mistviecher kommen. Ja, so kann man das ausdrücken. Weil bei John Smith zum Beispiel, der ist sehr hell, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das ein Problem ist. Und wer sich wundert, warum ich gerade wieder so komisch rumspacke, ich habe wieder diesen blöden Lauffehler, aber ich sehe es gerade absolut nicht ein. Ich denke, ich werde die Spawning Grounds offscreen bauen. Weil der Lauffehler ist definitiv auch eine reine, also eine, nur im Multiplayer aufzutretend. Und ich habe keinen Nerv, hier runterzukippen. Ach, siehst du, genau, das hat man, glaube ich, noch gemacht, offscreen nebenbei. 9 industrielle Diamanten. Haben wir? Okay. Ja, wir haben 9 industrielle Diamanten extra vorbereitet, dass wir die kompressen können. Ein Diamond Block und dann. Factorization anleiern. Genau. Da müssen wir auch noch einen Da Raum. müssen wir aber auch noch einen Raum ausheben. Ja, irgendwo in der Nähe, weil von der Oberfläche, weil das läuft nur mit Solar. Und die Kabel brauchen Blei und Blei ist nicht gerade etwas, was man so im Überschwang findet am Anfang. Das Gute ist, das, oder besser gesagt, das kann man auch quasi definitiv und ohne weitere Probleme sagen. Wenn ihr Blei findet in Minecraft, das könnt ihr ruhig durch den Maserator hauen. Weil das Bleierz, ich glaube, also entweder war es ein Fehler im Spiel oder es war Absicht, aber normalerweise hat es das Problem, dass das Bleierz konntest du nicht durch das Factorization-Zeug hauen, um zu Genauso wie verdreifachen. das Silber auch nicht. Es geht nur das Galena. Doch, Das Silber Silber geht geht? mittlerweile auch. Geht auch jetzt. Gut. So dass du quasi gezwungen bist, das Blei irgendwie anderweitig zumindest zu verdoppeln, dass du quasi anderweitig. Also du musst am Anfang nur viel Blei finden. Ich empfehle so einen halben Stack. Aber wenn sobald du Galena-Erz dann durch den Mixer haust oder Silber, bei Silber hast du alleine schon fast eine 50% Chance, dass du nebenbei ein bisschen Blei rauskriegst. Also sobald du genug Silber dann durch den Mixer von mein Factory? Nee, Factorization haust, Factorization. kriegst du genug Blei raus. Das ist später kein Problem. So, Block of Diamond. Yay. Soll ich diesen Häcksler Enderman sicher bauen, dass wir Enderman farmen könnten? Wir haben einen passenden Furnace, dass es gehen würde. Mir fällt gerade ein, die bauen auch kein Cobblestone auf. Die nehmen auch kein Cobblestone mit, die Jungs. Ach so, ja. Ich müsste dann nur alles mit Cobblestone innen drin auskleiden.
Ach, Koppel nehmen sie nicht mit. Ach so, stimmt, ist ja auch was man-made sozusagen. Genau, fällt mir jetzt gerade so wieder ein. Soll ich dann? Muss ich dann? Ja, hä? Besser ist, dass wir irgendwann dastehen. Meh. Naja, ich sag mal so, man könnte die Randgebiete quasi aus den Schachten und so weiter aus Cobblestone bauen, die Randecken und so weiter. Wayne, komm mal hoch. Hast du hier... Oh. Ja. Shit. Ich komme mal hoch. Lass Aber dich. es war was gesprengt. Nee. Ja, nee, dann könnte man quasi das so machen, dass dass der untere Spawning Ground normal ist und dann oberen nochmal mit Enderman machen. Warte mal, bleib mal hier, bevor du das ganze Zeug jetzt aufhebst. Alter, was hattest du da? Wir hatten doch mal gemacht. TNT? Ja. Ich weiß nicht mehr für was. Ich glaube, ich war unten am Main. Ich weiß es nicht mehr. TNT? It's Dynamite? Ja, aber mehr gibt's erstmal nie, weil das nächste brauche ich. Also für... Ich muss TNT machen für das Craft Packet. Ich frage mich gerade, habe ich überhaupt Ton? Moment, ich muss gerade mal was gucken. Ja, ganz leise. Dann mache ich es ein bisschen lauter. Dann spreng ich euch mal die Ohrmuschel raus. Naja, vielleicht nicht ganz so laut. Okay, die 2 Minuten geben wir uns noch für die Aufnahme. So viel Spaß muss sein. So viel Spaß muss sein. Dynamite Mode. Das muss ich auf dem Server verbieten. Also Dynamite von mir aus, aber keine Nukes. Selbst Dynamite ist so eine Sache. Also, griefen wollen wir hier nicht oder nicht haben. Ja, wenn wir feststellen. Aber wo hänge ich denn? Achso, ich hänge da an. Okay. Wenn wir feststellen, dass sich jemand wiederholt die Serverregeln verletzt, ich meine, die werden sich ja nochmal aufhängen, wird der auch von der Whitelist runtergenommen und ich sag mal so, sein Geld wird dann eingesackt. Ja, Weil ich werde jetzt dann nicht anfangen und sagen, oh, du hattest jetzt noch 7,5 Tage, das sind auf deine 4 € gerechnet, 23 Cent oder so ein Quatsch, das mache ich nicht. Also nur damit ihr Bescheid wisst. Das kann ich nicht anfangen. also es werden müssen wir uns noch was überlegen, aber definitiv ein paar Spielregeln reinkommen. Ja, Da gehört ja, das ja, ja, dazu. ja. Und dann muss ich noch gucken, wie ich das kontrolliere. Ob ich da ein entsprechendes Überwachungsprogramm installieren kann, will. So. Ah, verfluchtes Scheiß-Lauffehler-Ding. Yay, Sprengung! Das scherbelt auf dem Ohr. Herrlich. Ja, und mit diesem Lauffehler ist das echt gefährlich hier. Das Schöne ist halt bei Industrial TNT, es geht nichts verloren. Es baut alles halt ordentlich ab und lässt nicht verschwinden. Ja, es ist halt nicht wie normales TNT. Oder wie die Nuke. Die Nuke ist, glaube ich, das extremste Beispiel für es geht alles verloren. Ihr seht, so kann man dann ganz schnell die Spawning Grounds ausheben. Und jetzt stelle ich hier ein paar Fackeln auf und dann verabschiede ich mich, glaube ich, aus dieser Folge. Und dann hoffe ich, dass in der nächsten Folge dieser Lauffehler irgendwann mal wieder weg ist. Der scheint ja bei mir zufällig aufzutauchen. Eine Folge ist er da, die nächste nicht mehr. Und dann, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag und dann sehen wir uns vielleicht auf dem Minecraft-Server. Ich werde das auf jeden Fall, wenn der dann online geht, früher nochmal als Rundschreiben machen. Aber das sieht ja nicht jeder, deswegen hier diese Ankündigung gewesen. Und ja, bis dahin, ja, tschüss und bis zur nächsten Aufnahme. Oh, Tschö.